Herzlich willkommen zum weiteren Vorpost von mir. Ich bin erstmal mit einem schönen warmen Kaffee beschäftigt und ich bin gerade dabei, Quappenvideo zu drehen. Und es ist mittlerweile so viel Herzblut dran an diesem Teil. Es dauert. Womit haben wir nämlich auch die Problematik, dass die Quappen nicht wirklich beißen. Und geschuldet ist ein bisschen der Wassertemperatur und wir haben jetzt wirklich die ersten zwei Tage in Folge Dauerfrost. Und das heißt eigentlich, dass die Quappe jetzt loslaufen muss. Wir haben aber auch ein ganz anderes Problem. Das möchte ich jetzt ansprechen. Dieses Video wird ein kleiner Rundumschlag werden. Also, folgendes Problem. Wir haben nämlich auf der polnischen Seite mafiose Angelegenheiten mit Netzestellen. Und solange das Eis nicht auf der Oder ist, ja, wird es nicht eingeschränkt werden. Es gibt zwar gesetzliche Bestimmungen, die sagen, dass ab Mitte Dezember Netze rauszunehmen sind. Aber wer hält sich dran? Keiner. Das ist wirklich zu beobachten, ja, in ganz Europa, diese Mafiosi-Angelegenheiten, dieses Mafiosi-Vorgehen von ganz, ganz, ganz vielen Personen. Wo sehe ich das Problem? Einmal, Fischbestände gehen zurück, aber es hat einen Grund, und zwar die wirtschaftliche Situation. Mit Edelfischen kann man gut Geld verdienen. Andere Fische sind natürlich minderwertig und die werden schnell zu Fischmehl verarbeitet. Und ob nun groß oder klein, ich bin der Meinung, oder die Zukunft besteht nur, wenn Fisch als Lebensmittel so gewertschätzt wird, wie es wirklich Wert hat. Weil Fisch ist eines der besten und hochwertigsten Lebensmittel auf der Welt. Nichtsdestotrotz, man muss ja Fisch nicht nur unbedingt als Lebensmittel sehen, sondern wir sind Angler. Wir sehen es auch wirklich, um unser Hobby nachzugehen und in der Natur unsere Zeit zu verbringen. Und ihr hört jetzt gerade die Gänse. Das sind so kleine Momente, die ich wirklich beim Angeln liebe. Also die Natur hautnah bei sich selber erleben. Und das ist Leben, das ist Leben, das ist Leben für mich. Auch bei dieser Kälte. Viele von euch haben bestimmt die Sendung gesehen, Angeln verbieten. Diese Sendung ist bei mir ganz in der Nähe entstanden. Ich bin ungefähr 3 Kilometer Luftlinie von diesem einen See entfernt. Und ich selber wohne an einem 280 Hektar großen Klarwassersee. Und es gibt Studien darüber, dass die Fische, die Karpfen und die Angler einen extremen Nährstoffbereicherung oder Zuwachs in den Gewässern beitragen. Dass sie daran schuld sind und die Landwirtschaft auch. Aber wenn ich bei mir rumgucke, 8 Kilometer in der einen Richtung, alles nur Wald, 20 Kilometer in der anderen Richtung, alles nur Wald, da ist keine Landwirtschaft. Nicht in diese Studien mit einbezogen wurde der Aspekt, dass zeitgleich eine Grundwassererhebung stattfand, um über die trockenen Sommermonate gewährleisten zu können, dass die Seen oder die Feuchtgebiete nicht trocken fallen. Und das heißt unterm Strich, ja, Waldgebiete, die seit etlichen Jahrzehnten nicht mehr unter Wasser waren, wurden auf einmal unter Wasser gesetzt. Bob. Und dadurch wurde natürlich Nährstoff in das Gewässersystem eingetragen. Und das ist nicht bei den Studien berücksichtigt worden. Da wurde ganz einfach die Schuld beim Angler und bei Karpfen gesucht. Das ist natürlich die einfachste Möglichkeit. Natürlich die Landwirtschaft wurde auch mit dazu gezogen. Aber dieser Hauptaspekt, diese selber verursachte zusätzliche Nährstoffeinbringung durch die Grundwassererhebung wurde nicht berücksichtigt. Und da stelle ich mir teilweise die Frage, welche hochstudierten, super bezahlten Top-Wissenschaftler oder möchte gern Wissenschaftler sitzen da und machen ihre Studien, wenn sie diesen Punkt nicht mal berücksichtigen. Und ihr kennt ja sicherlich die Situation, wie schnell es einfach ist, beim kleinen Mann die Schuld zu suchen. Dann kennt ihr noch den Ausschnitt über einen Landtagsabgeordneten, der uns in Schutz genommen hat, nicht nur uns, sondern auch die Jägerschaft, dass wir professionelle, ausgebildete Naturschützer sind. Und ich möchte da noch eins toppen. Leute, die mit Herzblut bei ihrem Hobby dabei sind, sind die besten Naturschützer. Ja? Und ich fordere an dieser Stelle mal, unsere hohen Funktionäre ihren Arsch zu bewegen. Und ich sage ganz bewusst,
ihren Arsch. Ja, es kann nicht sein, dass der kleine Mann wirklich auf die Straße gehen muss in diesem Punkt. Für mich, die hohen Funktionäre, sei es nur im BUND, bei der NABU oder bei uns in den Anglerverbänden oder Jagdverbänden, haben teilweise politische Aspekte im Hintergrund, auch ihre politische Laufbahn voranzutreiben. Und das ist so ein Punkt, der funktioniert nicht mit Naturschutz. Und das bringt unterm Strich nichts, die kleinen Leute, Nachtangelverbote, Anfütterungsverbote, ja, komplette Angelverbote auszusprechen, einfach was der einfachste Weg ist. Angler ist assi. Achso, das Wort asozial gibt es nicht, ja, fachmännisch oder fachlich richtig heißt es dissozial, ja. Also, Angler sind dissozial. Das ist ja häufig so, was man so durchhört, ne? Wenn wir Golfspieler wären, dann würde mal schnell für uns alles geschaffen werden, weil wir genügend Geld für die richtigen Posten und für die richtigen Funktionen bereitstellen würden. In diesem Sinne, es muss sich was ändern, auch auf der hohen Ebene, auch bei unseren Vorständen. Bewegt euren Arsch, ne? Dafür bezahlen wir euch. Und in diesem Sinne, ich trinke meinen Kaffee aus, es soll sich was ändern, es muss sich was ändern. Wenn die Angler und die Jäger eine Partei gründen würden, dann hätten wir die größte Partei in Deutschland und wir könnten auf jeden Fall was bewegen. Unsere Verbandsarbeit wird nicht gewertschätzt. Punkt. Habt einen schönen Start ins neue Jahr. Kommt gut rein, bleibt gesund und wir sehen uns bis dann.